Willkommen zu den Loba Perks. Und ich muss sagen, Loba hat auch extrem starke Perks, die sie auf jeden Fall spielenswerter machen, als sie es jetzt eh schon ist. Und deswegen feiere ich das Perks-System und hoffe so sehr, dass das System tatsächlich kommt, weil es einfach so viel mehr Abwechslung und so viel mehr Unberechenbarkeit der Gegner und auch von deinen Mates hervorruft, dass jede Runde für sich einfach sich so viel anders anfühlen kann, auch wenn man vielleicht dauernd auf die Fresse bekommt. Egal, wir fangen direkt mal an und ich bin wie immer gespannt auf eure Perks-Zusammenstellung. Die ersten Grundperks: Sie durch Wände hindurch Todeskisten mit hochrangiger Beute, also ab lila. Erhalte zwei zusätzliche Gegenstände aus den blauen Vorratsbehältern, quasi die, die die Support-Legenden öffnen können, wie Lifeline, die blauen Lootbins, wo sich das extra Fach öffnet, ist nochmal ein bisschen mehr drin als sonst. Und dann haben wir das dritte, sieht Feinde im Umkreis von 70 Metern, die hochrangige Beute, also mindestens Stufe Lila, eingesammelt haben. Dieser Effekt hat eine Abklingzeit von 20 Sekunden. Dann haben wir die Finisher-Perks, wie immer 100 auf dein Evo-Schild. Das zweite, Abklingzeit um 30% reduziert. Und das dritte, erhalte einen besseren Pop-up für deine Waffe, wenn du einen Finisher erfolgreich durchboxst. Ebenfalls ein sehr interessanter Finisher-Perk, den haben einige andere Legenden auch. Dann haben wir die Ability-Perks und hier wird es echt interessant. Du kannst, und das ist das, was wir uns eigentlich für Loba in dem Rework schon lange, lange wünschen, gibt es hier als Perk. Und das ist genau das, was ich meine. Wie setzt du Loba ein? Keiner deiner Gegner weiß, ja, kann sie jetzt die gedownten Teammates, deine zwei Teammates sind vielleicht down, du bist aber noch in Reichweite und kannst aus deinem Black Market die Banner rausziehen, sonst müsstest du sie erst craften. Das gab's, dieses Banner-Craften gab es in der mobilen Version logischerweise nicht und deswegen ist das hier so implementiert worden. Aber jetzt ist das nochmal eine Nummer interessanter. Du könntest so noch schneller an die Banner kommen, müsstest nicht ewig nach so einem Replikator suchen und so weiter und so fort. Du kannst also die Banner mit dem Black Market rausplündern. In der reellen Version ist es so, dass du erst die craften musst und dann kannst du die von mir aus mit sicherer Entfernung mit dem Black Market rausziehen. Das geht natürlich so oder so, aber diese Variante ist einfach ultra interessant. Die zweite Variante: Du kannst deinen Teleporter schneller werfen, kannst ihn aber nicht frühzeitig aktivieren. Und das dritte: Waffen nehmen keinen Slot aus deinem Black Market. Du kannst quasi Waffen ohne Ende rausziehen. Theoretisch könntest du jetzt sogar sagen, ich loote da alle Waffen raus und platziere die hier und keine deiner Gegner findet mehr eine Waffe oder du holst einfach die geilsten Waffen raus, die deine Teammates brauchen. Das ist wahrscheinlich einer der Perks überhaupt im gesamten Perksystem bis jetzt, weil so kannst du kannst mit Loba so schon dein Team, dein gesamtes Team so extrem gut in so kurzer Zeit, innerhalb von 2, 3 Minuten kannst du dein Team so gut ausrüsten und mit diesem Perk, also ich würde fast schon sagen, dass dieser Perk definitiv OP ist. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Macht's gut. Ciao.